In meinem Video habe ich die einzelnen Schritte meiner Arbeit dokumentiert, die als Hilfestellung gedacht sind. Es handelt sich hier nicht um eine offizielle Anleitung. Ich hafte daher nicht für Schäden, die bei, durch oder aufgrund der Reparaturen entstehen. Hi Leute, wie geht's, wie steht's? Und willkommen zu diesem Video. Wir haben hier den kleinen Ford Fiesta schon wieder da und der bekommt hier heute mal einen kleinen Service. Also einmal Ölwechsel, Zündkerzen, Luftfilter, Innenraumfilter und Ventilspielkontrolle. Ja, und das Ganze bei stattlichen. Der ist ja nicht mal eingefahren. Los geht's. Der Motor hat jetzt noch ein bisschen Temperatur, das ist schon so ziemlich gut. Und ich hau jetzt erst noch eine Spülung noch mit drauf und dann lassen wir den mal 10 Minuten richtig heiß werden. Im Stand natürlich, dass auch die Spülung ihren Job tun kann. Und dann holen wir die Brühe raus. Natürlich, im Video ist es natürlich richtig gut. Da kann man einfach sagen, jetzt sind die 10 Minuten rum. Also können wir jetzt die Karre hochheben und die Suppe rausholen. Und ganz wichtig, nochmal einen Unterstellbock drunter stellen. Sicher ist sicher. Also Wanne ohne drunter und das Schraube aufmachen. Dann kommt auch schon die Soße raus. Aber vorsichtig, die ist jetzt heiß. So, das kann jetzt hier weiterlaufen und wir stellen jetzt den Fiesta wieder auf alle vier Füße. Ja, dann gucken wir mal, wie der jetzt hier aussieht, der Luftfilter. Den machen wir mal neu. Ja, hier unten im Luftfilterkasten ist noch ein bisschen Dreck. Ja, ich habe ja Staubsauger hier alles gerade griffbereit, dann sauge ich das hier gerade mal schnell aus. Jo, der Dreck ist jetzt draußen und wir bauen jetzt hier den Luftfilter da ein und dann bauen wir alles wieder zusammen. So, anhand der Kirchenglocken ist es High Noon und da machen wir jetzt die Zündkerzen. Ja, so konstruktionsbedingt ist da die Lage der Zündkerzen nicht so toll und da kann da auch mal Dreck reinfahren, wenn da Dreck liegt, und das blasen wir jetzt mal aus. So, wenn wir jetzt mal die Zündkerze hier draußen haben, dann machen wir mal einen Vergleich, alt gegen neu, und gucken uns auch mal das Kerzenbild an als erstes. Und ja, die Verbrennungsbild von der Kerze sieht gut aus. Auch wie die, ja, innen drin noch aussieht, ja, das ist fast wie neu. Also, die wären noch, Zehner wären noch gegangen. Gut, die neuen waren dabei gewesen, wir machen die neuen rein und die alten heben wir auf, die waren ja noch gegangen. Und sollte mal was sein, kann man immer mal die Kerzen wechseln, um das auszuschließen. Hat man immer mal ein paar Ersatzkerzen da.
Und die Zündkerzen bekommen von mir jetzt hier einen Anzugsmoment von 20 Newtonmeter. Ich denke mal, das ist okay. Ja, die restlichen Zündkerzen hier, die eigentlich, die haben auch super ausgesehen, auch mit dem Verbrennungsbild, die habe ich jetzt einfach getauscht und gut ist. Aber wie gesagt, man hätte die echt drin lassen können, wäre okay gewesen. So, haben wir das jetzt hier fertig abgeschlossen, kommen wir als nächstes zum Innenraumfelder. Der sitzt hier vorne, eigentlich ziemlich sehr leicht zugänglich. Ja, und kann man hier einfach hier rausziehen und austauschen gegen den neuen, wenn ich eine hätte, wenn der bei der Lieferung dabei gewesen wäre. Aber gut, das kann man ja noch nachträglich machen. Ist jetzt kein Hexenwerk, weil man auch wirklich da leicht drankommt. Aber Vorsicht, die Klipse, um dass das der Deckel zu bleibt, die brechen aber auch mal bei dem Baujahr, weil das ja alles wird, der ganze Plastikscheiß, brechen mal ganz gerne ab. So langsam müsste sich unten alles mal ausgetropft haben und jetzt können wir einfach hier den Dichtungsring mal tauschen an der Ölablassschraube und dann können wir die auch schon wieder montieren und anziehen. Das Ganze ziehe ich so mit ja, 6 bis 8 Newtonmeter an. Als nächstes, wenn wir hier die Schraube fest haben, ja, kommt der Ölfilter dran und der sitzt hier über der Antriebswelle. Ein bisschen blöd gewählt, aber es gibt Schlimmeres. Ich benutze hier nur noch so einen Schlüssel, um die Ölfilter hier anzulösen und dann runterzuschrauben, weil es gibt auch andere Methoden, aber ich finde das jetzt hier die beste Methode, finde ich für mich am einfachsten. So, machen wir hier noch ein bisschen sauber und dann können wir auch schon den neuen Ölfilter drauf machen. Und bei dem neuen Ölfilter gehe ich immer hin und nur ein bisschen ja, mit Altöl einstreichen den Gummi, dass der sich hier besser drauf zieht. Ja, also. Dann rutscht der besser drüber. So, und danach, wenn ich den hier mit der Hand ja, mal vorbeigezogen habe, dann ziehe ich den mit dem Schlüssel ein bisschen nach. Genaue Drehmomentwerte habe ich nicht, mache das immer so nach Gefühl, aber vielleicht hat jemand oder weiß jemand den Drehmomentwert und kann das gerne mal hier unten drunter schreiben in die Kommentare, wie viel das ist. Ja, jetzt können wir den auch schon mal wieder befüllen und er bekommt hier 3,2, glaube ich, Liter Motoröl. Das ist nicht viel, gut, ist ja auch kein großer Motor. Und das Ganze wird nach Herstellerspezifikation reingefüllt. Ja, das steht ja dann meistens im Handbuch oder so. So, jetzt schmeißen wir mal die Kiste an und gucken mal, ob der auf Öldruck aufbaut, ob da alles passt und ob da auch nirgendwo irgendwo wieder Öl irgendwo rausgeschossen bekommt. Das kontrollieren wir jetzt alles mal.
Ja, Öldruck ist da, prima, das passt alles soweit. Und ja, hier unten sieht auch soweit alles trocken aus. Und gucken wir nochmal hinten da, wo der Ölfilter sitzt. Ja, dann messen wir nochmal schnell hier den Ölstand und ja, dann gucken wir mal, ob wir da noch was reinkippen müssen oder nicht. Jo, das passt soweit, da fehlt noch ein Schluck, aber das machen wir später. Ja, zu guter Letzt hier fehlt hier noch das Ventilspiel, was ich noch machen möchte. Und ja, das mache ich jetzt einen Tag später, dass der Motor auch, ja, sag jetzt mal, Zimmertemperatur hat, ja, also kalt ist. Und dann gucken wir mal, was für ein Ventilspiel wir haben und gegebenenfalls stellen wir das dann ein. So, eins vorneweg mal, ich bin mal angeschrieben worden, dass, wie ich das mal gezeigt habe, hier in dem Auto das Ventilspiel einstellen wäre verkehrt. So macht man das nicht. Kann gut möglich sein. Ich mache so, es funktioniert und habe bis jetzt noch keine negativen Auswirkungen. Ja, also auch bei meinem Motorrad oder bei den Motorrädern, die in der Regel so aufgebaut sind, habe ich es auch gemacht und die laufen heute noch. Ja, also leicht ein bisschen blöd erklärt, aber so mache ich es halt. So, jetzt haben wir hier alles freigelegt und als nächstes gucken wir oder stellen den praktisch die Kurbelwelle auf OT. Dazu gibt es da unten eine Markierung. Das ist jetzt mit der Kamera ein bisschen blöd zu filmen. Da ist die Markierung, die muss dann übereinstimmen und ja, das müssen wir dann machen. Dann gucken wir, welcher Zylinder jetzt ja, auf OT ist, also Zünd-OT nenne ich es mal. Und das ist jetzt hier der vierte Zylinder. Dann sind wir praktisch im Überschneidungs-OT vom ersten Zylinder, wie man hier sieht. Hier praktisch die Kurbelwelle vor und zurück über den OT-Punkt. Also können wir jetzt hier praktisch den vierten Zylinder einstellen. So, und das Auslassventil bekommt hier ein 5/10 und das wäre jetzt hier praktisch am vierten Zylinder das rechte Ventil. Ja, das geht hier so ziemlich einfach einwandfrei rein und jetzt probieren wir nochmal den 6/10 aus, ob das da reingeht. Ja, das geht nicht rein, okay. Ja, im Endeffekt müssen wir eigentlich nichts machen, aber ich gebe mal jetzt mal so, ja, so ein ganz bisschen gebe ich da drauf und dann passt das Ganze. Das ist jetzt hier auch wirklich nur ein Hauch, was da gegeben wird. Also praktisch von 1 Uhr auf 2 Uhr stellen oder so. Ja, so einfach die, das ist auch wenig. Ja, jetzt geht das hier so schön saugend rein, das passt und jetzt können wir ans Einlassventil geben. Jo, das Einlassventil bekommt hier so 2/10 und das geht hier schon saugend rein. Ja, da muss man nichts machen. Das ist okay. So, der Rest der DAF muss natürlich auch nochmal kontrolliert werden bzw. eingestellt werden. Ja, der vierte Zylinder haben wir jetzt gemacht. Nach dem vierten Zylinder kommt jetzt hier der dritte Zylinder. Der Ford Fiesta hat eine Zündreihenfolge von 1, 2, 4, 3. Also drehen wir jetzt die Kurbelwelle um eine halbe Umdrehung weiter und dann kommen wir praktisch auf den dritten Zylinder auf Zünd-OT und dann stellen wir da die Ventile ein, dann drehen wir wieder eins weiter und dann kommen wir wieder auf den ersten Zylinder, dann stellen wir das ein und dann wieder eine halbe Umdrehung ein und dann haben wir den zweiten Zylinder und dann stellen wir da ein. Ist also wie gesagt kein Hexewerk. Aber genau gucken, was da Einlass- und Auslassventil ist, weil ab der Hälfte, sage ich mal, dreht sich das Ganze. Dann ist dann praktisch das dann umgekehrt. Ja, aber bei mir stand das aber auch auf dem Ventildeckel drauf, was Einlass- und Auslass ist. Da kann man das genau sehen. Ich habe da schon ein ausführlicheres Video gemacht zum Ventile einstellen von diesem Motor und das findet ihr in meiner Videoliste. Jo, die Ventile sind jetzt hier eingestellt bzw. geprüft und jetzt können wir das Ganze hier wieder zusammenbauen und ja. Dazu mache ich jetzt hier nochmal alles ein bisschen sauber und dann ist gut.
So, hier haben wir den Ventildeckel. Da mache ich jetzt erstmal alle Schrauben raus und allem drum und dran. Und ja, den machen wir auch ein bisschen sauber. Aber erstmal tun wir jetzt hier die alte Dichtung entfernen. Das ist so eine Korkdichtung. Ja, die zerbröselt hier schon. Ja, ist was für die Mülltonne, die kann man nicht mehr nehmen. Ja, auch die Flächen tun wir hier. Also mal einfach reinigen, wenn jetzt wirklich grobe Sachen dran sind. Hier könnte man auch ein bisschen mit einem Schaber oder mit einem scharfen Messer dran gehen, dass sie ein bisschen freikratzen. Aber ansonsten tun wir den hier gerade so ein bisschen reinigen und gut ist. Soll ja auch im Moderaum wieder schick aussehen. Jetzt kommt hier erstmal auch eine neue Korkdichtung zum Einsatz. Ja, und die gucken wir auch, dass die wieder richtig hier drin liegen tut. Die wird dann mit der Nase so ein bisschen eingeklemmt, sage ich mal, wo da rausstehen. Das ist praktisch selbsterklärend. Und ja, danach tun wir die wieder montieren und mit der neuen Dichtung sollte auch alles wieder dicht werden. So, die ganze Dichtung wird hier gleichmäßig beigezogen, dann später überkreuzen. Da haben wir so 5 bis 8 Newtonmeter geben wir da drauf. Jetzt sind wir mal wieder am Ende des Videos und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich hier so an dem Fiesta so einen kleinen Service durchführe. Und ja, und jetzt bauen wir noch den Rest zusammen, machen wir noch einen kleinen Funktionstest und dann war es das gewesen für das Ding. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder, wenn es was zu schrauben gibt. Das ist schon recht krass, wenn die Motorhaube zu ist, wie leise es noch auf einmal ist, gell?